Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die digitale Bildungsrevolution, meines Podcasts, der anhand wahrer Geschichten aus aller Welt zeigt, wie die Digitalisierung unsere Art zu lernen revolutionieren könnte. Mein Name ist Jörg Dreger, ich bin Host dieses Podcasts und Vorstand in der Bertelsmann Stiftung, zuständig für Bildung und Digitalisierung. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Ralf Müller-Eiselt hatte ich vor einigen Jahren die Chance, gute Beispiele digitalen Lernens aus aller Welt einzusammeln, in ein Buch zu gießen und eben jetzt Ihnen auch als kleine Podcast-Folgen zur Verfügung zu stellen. Wie die Digitalisierung die Bildung verändert, das werde ich wieder Ihnen in einer Geschichte heute erzählen. Und meine Geschichte heißt die plus 61% der Arizona State University. Die Geschichte beginnt aber gar nicht in Arizona in den USA, sondern in einem anderen Bundesstaat in der Nähe von Nashville im Bundesstaat Tennessee. Dort gibt es die Austin Peay State University, von der Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Das ist eine kleine Hochschule mit ziemlich großen Herausforderungen. Sie hat 10.000 Studierende und viele von denen gelten als bildungsfern. Ihre Eltern haben noch nicht studiert. Sie sind die Ersten, die den Weg an die Hochschule wagen. Und von diesen Studierenden scheitern leider sehr viele. Also nur knapp ein Drittel der Studierenden schafft zum Beispiel den 4-jährigen Bachelorabschluss innerhalb von 6 Jahren. 2 Drittel brauchen noch länger dafür oder scheitern ganz. Und vor einigen Jahren gab es einen Kanzler an der Austin Peay State University, Tristan Denley, und er hat sich gefragt, warum scheitern so viele meiner Studierenden? Und er hat gesagt, und festgestellt, sie scheitern häufig, weil sie nicht wissen, was sie tun. Es sind bildungsferne Studierende, die nicht ihre Eltern fragen können, wie ist das so an der Uni und was habt ihr damals studiert? Und die denken dann zum Beispiel, oh, ich möchte was mit Wirtschaft studieren. Und dann steht im Vorlesungsverzeichnis Volkswirtschaft und in Mathe waren sie immer ziemlich schlecht in der Schule, aber Wirtschaft ist ja Wirtschaft. Und dann beginnen sie mit der Volkswirtschaft und 6 Wochen später merken sie, das ist fast nur Mathematik und sie scheitern. Und der Tristan Denley hat sich gesagt, wie kann ich meinen Studierenden an der Hochschule helfen? Und er hat sich gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass Netflix weiß, welchen Film ich als nächstes gucken möchte und dass Amazon weiß, was ich als nächstes kaufen möchte und meine Hochschule ist zu blöd, den Studierenden zu helfen, zu unterstützen, sie zu informieren, was sie am besten studieren sollten. Und der Tristan Denley, promovierter Mathematiker, hat dann gesagt, okay, er lässt eine Software programmieren, die die Studierenden genau dabei unterstützt. Und was diese Software tut, ist, dass sie aus der Vergangenheit lernt und den Studierenden heute aus diesem Lernen Empfehlungen gibt. Also, es gab viele tausende Studierende in der Vergangenheit, die an der Austin Peay State University bestimmte Voraussetzungen hatten, bestimmte Vorlesungen besucht haben, bestimmte Prüfungen bestanden haben und andere Prüfungen nicht bestanden haben. Und wenn heute ein Studierender sich überlegt, welche Vorlesung er belegen sollte, dann vergleicht die Software das Profil und den bisherigen akademischen Werdegang dieses Studierenden mit der ganzen Erfahrung und über 500.000 Datenpunkten aus der Vergangenheit, die eben frühere Studierende an der Austin Peay State University angesammelt haben. Und aus diesen Erfahrungen heraus gibt die Software eine Prognose ab. Und sie sagt den Studierenden, ob sie eine gute Chance haben, die Vorlesung zu bestehen oder nicht. Also sie sagt ihnen zum Beispiel, wenn du dir die Einführung in die Psychologie belegst, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit bestehen. Und wenn du allerdings die Einführung in die Buchhaltung belegen würdest, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern. Und die Prognosequalität von dieser Software ist erschreckend genau. 90% Treffsicherheit. Also 90% der Studierenden, die der Empfehlung der Software folgen,
bestehen tatsächlich dann auch die Vorlesung. Und die Software kann sogar die Endnote voraussagen, die die Studierenden bekommen werden, bevor sie überhaupt nur darüber nachdenken, die Vorlesung zu belegen. Eine solche Software benutzt jetzt nicht nur die kleine Austin Peay State University, sondern auch eine der größten Campus-Hochschulen Amerikas. Und damit bin ich in Arizona, bei der Arizona State University, über 80.000 Studierende auf dem Campus, hunderte von Studiengängen und tausende von Vorlesungen und Veranstaltungen, von denen die Studierenden wählen könnten. Und jetzt stehen Sie davor, genau wie an der Austin Peay State University, und überlegen Sie, welche dieser vielen Veranstaltungen passt zu mir, ist die richtige für mich, in dem Sinne, dass sie mich interessiert, aber auch in dem Sinne, dass ich eine Chance habe, sie zu bestehen, weil ich eben die richtigen Voraussetzungen schon mitbekomme. Und die Arizona State University geht sogar noch weiter als die Austin Peay State University, indem sie nämlich nicht nur analysiert, welche Vorlesungen und welche Prüfungen die Studierenden gemacht haben, sondern sie guckt auch bei der Campuspolizei, ob irgendwelche Einträge vorhanden sind. Sie haben auch geguckt, ob vielleicht die Informationen auf dem Studentenausweis, was so in der Bibliothek ausgeliehen wurde und Ähnliches, Hinweise darauf geben kann, wie gut die Chance ist, dass ein Studierender eine Vorlesung besteht. Jetzt kann man natürlich sagen, das erweckt ein ungutes Gefühl in einem und da wäre ich auch bei Ihnen, das tut es auch bei mir. Aber man kann eben auch sagen, gerade für bildungsferne Studierende, die eben keine Eltern haben, die sie fragen können und auch das ist die Mehrheit in Arizona, bietet diese Software ein Stück zusätzliche Information, die sie sonst nicht so leicht kriegen können. Und das kann man natürlich auch sagen, Scheitern gehört zum Leben dazu und es ist gut, mal gegen die Wand zu fahren. Aber über die Studierenden, über die ich hier rede, sind welche, die es gerade an die Uni geschafft haben und die dort was Praxisorientiertes in der Regel studieren wollen. Übrigens viele Studiengänge, die bei uns eher im Lehrberuf angeboten werden. Und bei denen Scheitern dann häufig auch zum endgültigen Scheitern und zum endgültigen Studienabbruch führt. Und das will dann keiner. Und insofern kann diese Software helfen. Und in Arizona zeigt sich, dass nach Einführung der Software die Zahl derjenigen Studierenden, die den Bachelor in der Regelstudienzeit bestehen, um 61% gestiegen ist. Nicht, weil jetzt das Studium leichter geworden ist. Es sind noch die gleichen Vorlesungen. Nicht, weil die Studierenden anders sind. Es sind noch die gleichen Studierenden, sondern nur, weil die Studierenden wissen, was sie tun. Und weil eben diese Software, diese Art der Software, ihnen Orientierung gibt, Orientierung im Dschungel der vielen Optionen in der Bildung. Und das ist eine weitere zentrale Stärke von digitaler Bildung. Sie schafft es, das Profil des Einzelnen so zu verstehen, dass sie uns sagen kann, was für uns bewältigbar ist als ein nächster Schritt im Lernen. Ob ich eine Chance habe, die eine Vorlesung zu bestehen oder ob ich vielleicht es schwer haben würde, eine andere zu bestehen beziehungsweise mich unheimlich auf den Hosenboden setzen müsste, wenn ich wirklich die Einführung in die Buchhaltung und nicht die Einführung in die Psychologie belegen möchte. Und gerade für diejenigen, die ein Stück weniger die Voraussetzungen von ihrem Elternhaus mitgegeben bekommen, ist eine solche Software eine riesige Chance, nicht nur den Weg durch den Dschungel der Bildung zu finden und der vielen Chancen und Optionen, die ich da habe, sondern im Endeffekt auch ein Studium abzuschließen und damit einen besseren Job zu finden. Ja, Orientierung durch Digitalisierung, das war eine weitere Folge von Die digitale Bildungsrevolution, meinem Podcast. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören und wenn das so war, dann hoffe ich, dass Sie in einer der nächsten Folgen wieder dabei sind. Mehr Informationen gibt es wie immer in den Shownotes und wenn Sie Feedback haben über Twitter und über LinkedIn, bin ich gut erreichbar. Es dankt Ihnen ganz herzlich, Ihr Jörg Dreger.